Ich bin schon live, aber umgedreht. Guck mal. Warte mal, wo bin ich denn hier? Und dann. Hi. Der Hintergrund. Können wir uns nicht mal hinstellen, wo ein besserer Hintergrund ist? Ja, ne, die Toilette aufs Klo. Genau. Ja. Wo soll man uns hinstellen? Hier für die Brünnwand? Ah, ne, guck mal, wir stellen uns mal hier hin. Seht ihr das? Guck mal, hier, das ist doch süß, oder? Hier? Ja. Ja, Nadja, wo bist du denn jetzt? Guck mal, das ist doch goldig hier, die. Hallo, ihr Lieben. Ich bin in Mannheim mal wieder. Oh, meine Haare. Ja. Da ist die Nadja. Guckt. Guck. Siehst du, ich wollte noch was machen. Was denn? Ich nutze noch mal die Gelegenheit und verschwinde noch mal für kleine Mädchen und ziehe mich noch um für meine Jersey-Variante. Ja, dann mach mal. Ja. Genau, und ich halte die Leute hier schon mal ein bisschen bei Laune. Also die Nadja muss nochmal für kleine Mädchen. Bin heute hier in Mannheim. Wir nähen heute live aus Mannheim. Genau, wir wechseln uns ja da immer ab. Einmal kommt Nadja zu mir und einmal komme ich hierher. Jetzt haben wir gerade was gesucht für einen schönen Hintergrund. Und da, wir sind jetzt hier bei Nadja in der Nähecke. Also hier finden bei Nadja die Kurse statt. Und das ist doch süß, oder? So ein Plakat hier. Das sind ja so die der Nadja ihre, die findet man ja auf der Internetseite und überall ihre, ja, ich weiß gar nicht, was das sind. Ihre Nähzwerge, ihre Wichtelzwerge. Schön, dass ihr da seid. Hallo Yvonne. Da freuen wir uns. Heute Abend live für unsere Volontai. Unser Kleid, luftig, leicht. Und frisch für den Sommer, jetzt wo es draußen heiß ist, können wir das gut gebrauchen. Nadja hat noch mal ganz schnell eine Jersey-Variante. Und zwar ganz, für mich jetzt, für mich persönlich ganz wichtig, keine Jersey, sondern eine, ja, ein Modal- oder Viskose-Jersey. Schaut, da ist er. Oder, was hast du verwendet? Ja, ein Viskose-Jersey. Viskose-Jersey, weil ich finde, für meine Verhältnisse ist es für Jersey ist zu dick. Ziehen wir noch mal ein bisschen. So, ja. Genau, sorry. Schaut. Richtig. Hat sie sich noch mal schön hübsch gemacht für euch. Und? Ja, auch nicht schlecht. Und über Kreuz. Einfach nur diesmal. Überkreuz. Also mit diesen Trägern könnt ihr wirklich komplett die ganze Zeit spielen. Ja. Das ist absolut, genau. Kann man machen, was man will. Kann man mehrere machen, kann man nur einen machen, den kann man gerade rund gehen lassen, den kann man über Kreuz, da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Genau. So, schön, dass ihr da seid. Valentine Time. Genau, passt immer so schön, gell? Das habe ich auch immer gern gesagt. Ja. So, und? Wir haben auch ganz ehrlich, haben überlegt, ob wir heute mal das erste Mal ohne Sekt, weil wir hatten bis vor 10 Minuten noch keinen Sekt getrunken, weil wir gut gegessen haben und gequatscht. Und jetzt haben wir uns aber doch ein Gläschen Sekt eingeschenkt. Ne, gekippt haben wir es noch nicht, aber wir haben uns eingeschenkt. Ja. Genau. Das ist toll bei dir, so tolle Figur, befürchte das nicht wie nie. Ja, das Thema Oberweite hatten wir mehrfach jetzt schon, ne? Mhm. Immer wieder, ob bei größerer Oberweite, dass das halt irgendwie anders wirkt. Ich glaube, und da haben wir ja auch viele Probenäher gehabt und Beispiele, ich glaube, wenn, dann geht es halt hier darum, dass du halt einfach mehr Taille betonst, ja? Und warum nicht bei mehr Oberweite? Warum eigentlich nicht? Sich einfach mal trauen. Ich habe schöne Beispiele gesehen, auch von bei mehr Oberweite. Also traut euch da ruhig einfach mal ran. Ja. Es ist wirklich ein super leichtes, gerade bei den Temperaturen. Wir haben hier in Mannheim wieder 30 Grad. Mhm. Ja, auch. Ist es ja. Einfach extrem angenehm zu tragen. Ja? Du kannst auch nur einen Top machen. Du kannst, das ist die lange Version. Ich meine, so knöchellang. Ja. Oder du kannst es halt knielang machen, wie ich das auch schon in vielen Beispielen gezeigt habe. Genau, und wenn dann, wenn ihr euch unsicher seid mit der Oberweite, dann probiert es doch einfach mal mit einem Top aus. Ein Top braucht 90 Zentimeter, genau. Ja? Also von daher, genau. Genau.
Und dann einfach mal testen. Und auch da vielleicht erstmal einen Uni-Stoff nehmen, der ist dann auch ein bisschen preisgünstiger. Und dann einfach mal testen, wie sieht es aus mit meiner Oberweite. Ich glaube schon, dass das auch für unterschiedliche Figuren eine schöne Form machen kann. Ja, wir Frauen, ja, ich meine, ich wünschte mir manchmal, ich hätte mehr Oberweite. Und dann kannst du die halt eben auch mal schön hervorheben. Und da immer, ja, immer. Jeder hat hier durch diesen Volant einfach automatisch eine schmalere Taille. Ja. Und du guckst, du verlagerst den Blick dann. Ja, und wie sehr ihr euch das, wie eng ihr das hier macht, ja, das ist ja dann auch euer Wohlfühl. Genau. Und für die, die weniger Oberweite haben, wie ich, ja, da betone ich natürlich das Wenige jetzt auch mehr. Das wirkt halt jetzt auch mehr, als es eigentlich ist. Ja. Genau. Also deswegen, es ist ein schönes Spiel, finde ich, der Schnitt. Ja. Aber das muss natürlich jeder da finden, selber finden. Und die Geschmäcker sind unterschiedlich, Wohlfühlfaktoren sind unterschiedlich. Deswegen ist ja auch alles noch ein Angebot. Genau. Und auch das Thema, ich tue euch gerade mal switchen. So, oh, hier die schöne Prümwand. Wir gehen mal an unseren Tisch hier, weil jetzt kam die Frage, mehr Oberweite benötigt aber auch ein BH, dann passt es mit den Trägern nicht. Und da haben wir euch ja auch Beispiele gezeigt. Ja, also ich hatte bei meiner Stoffpräsentation das Top an mit einem, ja, ich sag mal doppelt so breiten Gummi. Hier, das ist ein Gummi als Träger. Und da könnt ihr dann natürlich auch... Guck mal, meins hängt schon wieder. Also ich weiß auch nicht, das Insta ist im Moment ein bisschen problematisch. Wir hängen ab und zu, das haben wir auch bei unserem letzten Video gesehen vom Bauchraumwunder. Also nochmal, ihr könnt hier natürlich auch euch entweder so ein Gummi nehmen oder auch hier breitere Träger machen, damit es dann passt mit eurem BH. Und vor allen Dingen in der Anprobe zieht ihr einfach den BH drunter, genau, den ihr tragen wollt, ja, und steckt euch das exakt anhand der BH, genau, den Träger. Und eben, ihr könnt dann auch hier hinten, kann das ja hier so runtergehen, genau wie der BH läuft. Also das ist alles kein Problem, ja. Und wenn ihr jetzt hier, entweder halt du mal, wenn ihr jetzt hier ein breiteres habt, ist es ja lediglich am Volant und am Vorderteil einfach hier diese Kurve, lasst ihr auf die Breite von eurem Träger, den ihr gern möchtet, laufen, ja? Also ihr ändert einfach nur das Schnittmuster ab, indem ihr hier ein bisschen die Kurve ein bisschen enger zieht. Macht am Schnitt, das müsst ihr nur gleich machen mit dem Volant und mit dem Vorderteil. Fertig. Und das könntet ihr natürlich auch aus einem hier... Der könnte auch breiter sein. Ja. Ja? Genau, wie es euch. Also das ist, könnt ihr alles machen, wenn ihr jetzt Angst habt mit den BHs. Ja, aber es gibt ja auch die, es gibt einmal die trägerlosen BHs. Ja, ja, es gibt auch die durchsichtigen. Es gibt auch die durchsichtigen. Genau. Mhm. Die Varianten gibt es ja viele. Eben. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Da finden wir, da gibt es Lösungen. Gerade und beim selber machen. Schreibt uns gern auch nochmal an, ja. Genau, es gibt auch BHs, die man hinten über Kreuz tragen kann. Oder ihr nehmt einfach euren BH und unseren Crossclip, genau, den wir schon im Crosstop gezeigt haben. Also auch das geht. Da gibt es immer Möglichkeiten. Und ja. Ja, also, wie gesagt. Und alles sind immer nur Angebote, ja. Dass, genau, man nicht jeden Geschmack trifft mit einem Schnitt, ist ja auch klar. Ja. Ja, jeder hat ja auch einen unterschiedlichen Stiltyp und so weiter, ja. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euch das Kleid, ob es euch steht, dann versucht es mit dem Top. Das ist eine Stoffinvestition von 90 cm und dann probiert es einfach mal aus. Mhm. Und wenn es dann gut sitzt, dann könnt ihr euch auch ein Kleid machen. Gute Idee. Gut. Mhm. Gut. So, und jetzt wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen. Bin aufgeregt? Ja, also. So. Ja. Das Kleid ist sehr schön. Sie meint wahrscheinlich das, was du anhast. Mhm. Mhm. Das ist unser nächster Schnitt. Genau. Der dann kommt. Ich habe den heute schon mal an. Ja, genau. Wie müssen wir denn anfangen? Ach ja, wieder viele Wege führen nach Rom. Ne?
Ich fange immer gerne mit diesen Vorbereitungen an. Im Zuschnitt hatte ich ja schon gesagt, was alles vorzubereiten wäre. Dass man dich sieht, wenn du redest. Ja, im Zuschnitt hatte ich ja schon gesagt, dass wir die Kanten einmal versäubern. Wenn ihr Jersey verwendet, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann müsst ihr das natürlich nicht tun, ist klar. Dann genau. Könnt ihr gleich mit der Overlock zusammennähen. Bei der Viskose haben wir die Kanten versäubert, bis auf die Samenkanten unten am Kleid und am Volant. Unten. Ja. Genau. Den genau. haben wir auch nicht gemacht, weil auch da haben wir viele Möglichkeiten. Da können wir mit einem Rollsaum mit der Overlock arbeiten. Wir können mit dem Rollsaumfuß mit der normalen Nähmaschine arbeiten. Ja. Und wer das alles nicht hat, kann es auch einfach. Muss natürlich dann hier ganz zart die 2-3 Millimeter einfach umklappen zweimal und einmal dann absteppen. Nee. Also bügeln und absteppen. Ja. Weil wir aber faule Mädchen sind, ne? Und weil wir ja eh alles haben. Ja, und weil wir euch auch gern immer, also es, auch so ein paar Tools. Wir zeigen es euch halt auch gern, ja? Weil das sind ja nicht immer, das soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung sein, wo ihr nachher dann die Decke und so alles kaufen müsst, sondern die Heizdecke, sondern wir wollen es euch wirklich nur zeigen. Ja, also ich habe halt ganz viele Kunden, die sagen, oh nee, nahtverdickter Reißverschluss, nee, das mag ich überhaupt nicht. Und dann sage ich immer, kennst du den nahtverdeckten Reißverschlussfuß? Nö. Naja, oh, ja, super. Und so gibt es halt für alles. Und dann muss man für sich selbst entscheiden, ob es das, die 20 Euro, die so im Durchschnitt so ein Fuß kostet, ob es sich lohnt. Und dann habt ihr auch keine Angst mehr. Vor diesem Rollsaum mit der normalen Nähmaschine, weil wir diesen Fuß haben. Genau, der hat hier so eine Schnecke, also der dreht, ohne dass du vorbügeln musst. Genau, den da wird nichts gebügelt. Ganz zart ein und das machen wir jetzt gleich erstmal am Volant. Zeigen wir es da mal. Mhm. Weil der muss vorbereitet werden. So. Also, wir gehen jetzt hin und nähen einmal... Machen einmal den Abschluss von dem Volant. Mhm. Wie auch immer du es machen möchtest. Entweder mit dem Fuß oder mit einem Roll. Genau, richtig. Das dreht sich jetzt so rum ein. Also muss ich den Stoff auf die linke Seite, also die rechte Seite nach unten nehmen. Und ich drehe mir das an der vorderen Kante einfach schon einmal mit den Händen so kurz ein. Leg den, zieh den einfach so mit hin und her, ja, in die Schnecke rein, zack, und senke dann den Fuß. Jetzt nicht wundern, ja, nicht auf die andere Seite, zeig's euch mal, da kann man es, glaube ich, besser sehen. Nicht wundern, hier hinten das letzte Ende, das habe ich jetzt nicht getroffen, das kann man dann nachher nochmal nachsteppen, aber dann, wenn ich es jetzt zu weit unter den Fuß schiebe, dann könnte ich es nicht mehr mit der Hand führen, ja, nach hinten rausführen. Ja, das ist ja dann schon... Das ist nur der Anfang, genau. der dann einfach nur nochmal drüber genäht werden muss. Und ich mache immer die nächsten paar Schritte. Das dreht sich zwar selber ein, aber ich halte es trotzdem ein bisschen vor, dass gerade wenn die Rundung kommt, dass er mir dann hier nicht einfach rausläuft, ja. Also das ist immer so. Und ich setze auch immer ab, um zu gucken, ob das immer noch richtig läuft. Also wir nähen auf der linken Seite des Stoffes. Und ich gucke immer, dass es hier ein bisschen vorgehalten ist, wenn ich den verwende. Gerade bei einer Rundung, dass der hier sich nicht rausdreht. Gerade. Gerade kurz ein Feedback von euch. Könnt ihr das alle gut sehen? Weil ich habe gerade hier eine kurze Meldung gehabt. Wir hätten so eine Panorama-Einstellung. Aber eigentlich haben wir es so wie immer. Könnt ihr das gut alles sehen? Haben wir eine Panorama? Wie geht denn das auf Insta? Keine Ahnung. Wir haben eigentlich nur Insta Live aufgemacht. Alles in Ordnung. Also wenn ihr bitte immer mal wieder melden, wenn irgendwas ist, dass ihr was nicht sehen könnt. Mhm. So. Oder dass ihr nochmal was genauer erklärt haben wollt. Genau, immer mal wieder melden. Ja, oder was verpasst habt. Nee, alles in Ordnung, können alles gut sehen. Super, vielen Dank. Mhm. So, also ich
mache das wirklich auch ihr langsam. Ihr seht, sie dreht hier immer mit ein bisschen vor. Einfach nur zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Aber der Fuß dreht es für sich. Genau, richtig. Weil ich nicht will, ich will das nicht mehr auftrennen, dieses zarte Ding, ja? Also hält sich einfach nochmal ein bisschen nach. Aber es wird hier natürlich durch den Fuß ultra exakt, ja? Seht ihr das? Ultra exakt dann geführt. Das könnte ich mit der Hand und ungebügelt niemals machen, ja? Ich sorge nur mit der Hand dafür, dass es nicht rausrutscht. Und es gibt halt Leute, die sagen, ich komme mit dem Fuß überhaupt nicht klar. Aber es ist tatsächlich nur ein bisschen Übung und Feingefühl. Und man kann es auch wirklich mal an dem Reststück nochmal probieren. Aber ich habe heute ein Kleid genäht. Ja. Mein neues Projekt, was ich euch heute Mittag zum späten Frühstück gepostet habe. Und da ist es auch wunderbar geworden. Also hier komme ich natürlich bis ans Ende raus. Zack. Ja, der eh nochmal eingenäht ist, muss ich da jetzt auch nicht verriegeln. Jetzt könnt ihr sehen, nochmal ganz genau. Ja. Hier sieht man es eigentlich durch den Stoff ganz gut, ne? Mhm. Wie schön das aussieht. Ja, also wunderbar. Schöne Seide. Der Rollsamfuß passt an alle Maschinen. Nee, du musst bei deiner, also bei wir haben die Elna-Rollsamfüße und du musst natürlich jeden Fuß passend zu deiner Nähmaschine bei dem Hersteller. Holen. Genau. Weil die sind leider nicht genormt zwischen den Herstellern. Also wir sagen hier nur, der Fuß heißt Rollsaumfuß. Ja. Ja. Und du musst jetzt einfach bei Pfaff, bei Singer, egal wo, dir diesen Fuß besorgen. Ja, also das ist... Oder halt, du hast eine Elna, dann kannst du natürlich zu uns kommen. So, und dann ist es jetzt so, Achtung, den Anfang hier, das kleine Stück am Anfang, wo ich ja den Finger brauchte, um das in die Schnecke reinzurutschen. Das sind hier vielleicht so 2 Zentimeter. Da gehe ich jetzt einfach nur mit dem normalen Fuß nochmal drüber. Damit der auch noch eingedreht ist. Aber dadurch, dass der Anfang eh schon liegt, ist ganz gerade. Zack. So mache ich es zumindest. Es gibt auch noch andere Techniken. Einfach nur mal am Anfang drüber, den Wasser nicht gleich rein konnten. Genau, richtig. Dann muss ich da nicht erst irgendwas mit Fädchen machen. So, und dann sieht das so halt der Ballon. Ja, und dann ist der hier ganz unten ganz leicht eingefasst. Genau. Super. Das haben wir dann schon mal. Ganz unten als Abschluss am Kleid machen wir es natürlich erst, wenn es fertig genäht ist. Richtig. Nächste Vorbereitung, die ich auch im Video gezeigt habe, richtet euch bitte eure Träger. Die Silke hat gesagt, ich soll doch unbedingt mehr Träger richten als nur 2, weil die Leute wollen sehen, wie ich das mit den gekreuzten Trägern mache. Und dann habe ich natürlich noch weitere Träger vorbereitet. Die müssen länger sein. Also wenn ihr gekreuzte Träger macht, dann nehmt einfach, was sind das jetzt hier so? Ich muss mal kurz gucken. 15 cm habe ich jetzt pauschal einfach mal mehr gemacht, weil klar ist eine andere Strecke als gerade rüber, wenn ihr das schräg macht. Und das müsst ihr schätzen. Oder sagt, macht einfach eine Länge, kann ja abgeschnitten werden. Schneidet das einfach genau ab. Fertig. Ja. Genau. 2 für gerade könnt ihr original machen, wenn ihr es genauso machen wollt. Ihr könnt aber auch alle kreuzen, wie ihr wollt. Dann macht halt alle Länge. Okay. So. Das ist vorbereitet. Jetzt aber als nächstes die Gummis, ja? Ja. Und da habe ich ja unterschiedliche Varianten vorgeschlagen. Entweder mit dem Gummigarn direkt an der Nähmaschine losnähen. Genau, da gibt es auch verschiedene. Ja. Also, ja, wir können, ja. Wobei das mit dem Gummigarn auf dem Unterfaden ist immer so, macht nicht jede Maschine. Genau, deswegen zeigen wir lieber. Also, das würde ich jetzt, ja. Ja. Da nehme ich super gern das Babygummi, weil das so weich und angenehm auf der Haut ist. Ist nur 3-4 mm breit und wird einfach mit einem Zickzack-Stich getunnelt. Mhm.
Ja, versteht ihr, was damit gemeint ist? Mama, ich lese gerade eine... genau, wir haben den Volant vorbereitet, weil der ja dann später hier eingenäht ist. Ja, deswegen haben wir das als erstes gemacht. Ja, kannst du auch als nach den Gummis machen. Ich jetzt gerade. Aber halt, du musst ihn vorher machen, bevor das Kleid zusammengenäht ist an der Seite, weil ansonsten ist er eingenäht. Genau. Genau, gut. Richtig. So. Ja, und jetzt haben wir hier das Gummi. Wenn ihr also diese Variante näht, näht ihr halt eben auf der linken Stoffseite den Gummi an. Markierung einmal auf dem Vorderteil. Ja, hier seht ihr die Markierung. Haben wir uns einen Strich gezogen. Ganz genau. Ich schneide den Gummi immer erst ab, aber ich kann ihn auch jetzt schon abschneiden. Ich mache ihn immer so lang über die volle Breite und traffe ihn dann später. Ja, das ist dann immer ein bisschen, genau, so. Mache ich auch. Und dann gibt es auch, also man kann jetzt einfach einen Zickzack einstellen, so die größte, um darüber zu kommen, so mindestens, wenn du 4 mm Gummi hast, machst du mal 7 mm, je nachdem, was deine Maschine hergibt. 7 mm Zickzack. Ja, der muss auch nicht so eng sein wie die Standardeinstellung. Einfach nur der Zickzack tunnelt sozusagen den Gummi, dass der in dem Zickzackstich nicht, also der darf nicht mit festgenäht werden. Genau. Nicht getroffen werden, weil sonst kannst du nicht mehr raffen. Und die Raffung soll ja dann gleichmäßig sein. Und damit du ihn nicht triffst, gibt es den Band- und Pailletten. Annähfuß. Witzig, ne? Ja, es gibt für alles was. Ribbon. Monika, ich glaube, das mal ganz kurz, das muss an dir liegen. Also bei mir auf meinem Kanal, es läuft alles. Aber ich muss euch wirklich sagen, wir haben immer wieder einen Hänger. Und zwar immer abwechselnd. Einmal bei mir, einmal bei Nadja. Also ich versuche immer wieder gleich drauf zu drücken und ist alles wieder in Ordnung. Aber es sind ab und zu Hänger. Es tut mir leid, es muss am Netz liegen. An Instagram, ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn, Monika, nur bei dir das Bild steht, dann muss es bei dir sein. Weil bei uns läuft hier alles. Ich sehe das nämlich auf meinem Bildschirm, dass alles läuft. Gut. Genau. So, also haben wir hier den Fuß. Der Fuß, der hat hier so eine Führung. Ja, da kann ich den hier wunderbar, den Gummi jetzt reinführen. Und wenn ich den Zickzack dann einstelle... Sticht der, wird der Gummi, kann der nicht mehr verrutschen nach rechts und links. Genau. Aus Versehen mit der Nadel den also Stofftreffer. Da, genau. Da wir jetzt die Füße alle verkauft haben und die Silke noch spontan einen gefunden hat, haben wir den nur für die kleinen Maschinen da. Also wechseln. Aber somit seht ihr, dass man mit jeder Maschine, man muss nicht hier so eine große haben, sondern man kann auch hier mit der kleinen genauso so gut. Wechseln wir den Fuß. Fuß und ob ihr das nun habt oder nicht, ja, sollte euer Ziel natürlich sein, den Zickzack, die Einstellung, so weit, genau, die Einstellung ist dieselbe. Also ich gehe auf Zickzack, ich gehe auf die maximale Stichbreite einfach, weil der Gummi darf ruhig locker in dem Tunnel sitzen und ich erhöhe hier auch mal die Stichlänge. Ja. Ja, das kann ruhig auf 5. Das ist ein schöner, großer Zickzackstich. So, okay. Und schieb jetzt mal den Gummi schon mal rein ins Löchlein. Das ging einfacher, als ich hier noch... Ja, genau. Es ist unser eigenes Schnittmuster, was ihr auch nur bei Nadja oder bei mir... So. So wird er jetzt auch geführt, ja? Ja. So. Zack. Wir nähen auf der linken Seite den Gummi an. Also der Fuß ist jetzt hier drin. Und ihr seht, wie der jetzt hier eingespannt ist. Und somit bleibt er immer hier hinten. Kann man nochmal hier hinten gucken? Ja, also hier. So, ich fange mal jetzt hier an. In der Nahtzugabe. Zack. Kannst du es gut filmen? Ja, deins hängt. Juhu. Jetzt ist alles wieder da. Jetzt haben wir es. Also. Wir legen den Stich.
Jetzt seht ihr da vorne, wie das wunderbar eingezogen wird. Ja, ich muss noch immer meine Linie treffen. Ja, ich guck, komm nochmal nach vorne jetzt. Es ist zum Kopf verrückt werden. Es tut uns echt leid, aber wir müssen uns irgendwas überlegen. Du, notfalls müssen wir einfach Videos machen. So, jetzt. Jetzt seht ihr das, wie schön das läuft. Ja, der kann euch einfach nicht mehr verrutschen unter dem Fuß. Ja, weil auch der Gummi. Der Gummi wackelt ja, bringt ja den Fuß, den normalen Nähfuß zum Wackeln. Ja, und hier. So, meine Linie ist jetzt so lila. Kaum zu sehen. Also ihr könnt immer wieder gerne Fragen stellen, aber ihr seht, es ist jetzt ganz ein Kinderspiel. So, verriegeln. So. So, der hat jetzt nur leicht gekräuselt durch den Fuß, ja? Mhm. Aber ich kann jetzt noch mal an dem Gummi ziehen. Und mir das dann nach in der ersten so einstellen, Anprobe, wie du das brauchst, genau. Nochmal so einstellen, wie ja. ich das gerne möchte. Ja. Und so, und deswegen kann ich dann super nachjustieren. Ja? Genau. Und das gleiche machen wir jetzt am Rückenteil. Mhm. Also nochmal, wo ist meine Linie? Ich nehme nochmal den Gummi auf, nur um zu sehen. Zack. Und fülle Sprauch. Brauchst ja immer ein bisschen weniger eigentlich, aber so. Und dann geht's nochmal in den Fuß, vor dem Fuß raus, deswegen einfacher den Gummi hier einzufädeln. Zack, da kommt er da raus. Nadjas Gummi ist... wie breit ist denn das Gummi? 3-4 mm? Ja, 3-4 mm breit. So. Auf der Linie. Und dann nehmen wir auch diese Linie hier an. Und ihr seht, ich brauche den Gummi gar nicht vorher feststecken, sondern ich gucke immer nur die nächsten paar Zentimeter. Hier halte ich mit dem Daumen fest, gucke, dass der Stoff nicht verrutscht und lege einfach immer auf den Strich. So. Also somit haben wir schon unser, ich denke, das ist so das Einfachste und es geht auch wirklich ohne den Fuß. Da müsst ihr es eigentlich auch nicht feststecken. Ich habe das dann auch immer so. Ja. Es ist nur mit dem Fuß halt, es ist wieder so einfach bequemer, ja. schöner Luxus. Spannend ist gleich noch für die, oder der Tipp, wenn ihr nachher nochmal nachziehen wollt. Dann näht bitte das Gummi nicht ganz bis zum Ende an. Dann könnt ihr nämlich nachher die Seiten zusammenschließen. Der Gummi ist noch frei und könnt dann noch ziehen. Ja, ja? Wenn ihr es also, anhabt. Wenn ihr es dann schon eingenäht habt oder bis hier hinten, dann könnt ihr halt dann schwerer ja. oder dann... Ich habe immer eine Seite aufgelassen genau. und die andere festgenäht. Genau. So, dann kommt noch ein dritter Gummi und zwar hier auf der Rückseite. Hier. Ganz oben und der wird einfach nur getunnelt. Und den Tunnel, ja gut. Das hast du das bei dem Kleid jetzt komplett? Das sieht aus, wie wenn du hier der Gummi nicht hättest und nur hier in der Mitte. Echt? Ja. Nee, das ist wahrscheinlich nur durch die Träger, die jetzt irgendwie ja. nach innen. Aber so habe ich gerade überlegt, ob es nur in der Mitte wäre, aber ja. Wahrscheinlich durch die gekreuzten ja. Träger jetzt. Und war halt auch nur ein Versuch. So. Okay, also hier
könnt ihr euch den Tunnel, ja, einmal die Nahtzugabe und dann nochmal, es wird auch wieder nur ein ganz hauchdünner Tunnel, ja, weil es ja auch nur ein dünner Gummi dazu kommt. Könnt ihr euch vorbügeln. Machen wir am besten. Hm? Genau. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne zwischenrein fragen, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute ein bisschen unentspannt, weil das immer wieder stehen bleibt, unser Internet. Deswegen bin ich gar nicht so locker. Ich muss mal ein Klößchen trinken, damit ich lockerer werde. So, aber weißt du, gestern ist ja bei uns das Internet komplett ausgefallen. Oh. Aber weißt du warum? Hm? Die Glasfaserjungs vor der Tür, die ein schönes Loch gezogen haben, die ganze Straße. Ich wusste gar nicht, ob sie bis 10 Uhr überhaupt meinen Eingang, ob da überhaupt jemand reinkommt. Oh, okay. Kann. Ja, die haben mal eben das Kabel getroffen. Ach nee. Mhm. Ja. Ja, aber sie haben es geschafft, noch am selben Tag, Abend, auch wenn wir an dem ganzen Tag nur eingeschränkt arbeiten konnten. Das alles wieder in Ordnung zu bringen. Genau, am nächsten Tag war das Kabel geflickt, das Loch war wieder zu. Also es ist schon Wahnsinn, wie schnell die das dann doch gelöst haben. Ja. So, also einen feinen Tunnel. Genau, und da kommt ja wieder unser Sprichwort, gell? Gut gebügelt ist halb genäht. Also man macht sich's halt einfacher, wenn man es einfach hier schön vorbügelt. Mhm. Und auch das, glaubt mir's, ich habe das echt auch lernen müssen. Mhm. Ja, jetzt bügele ich ja echt gern und viel, aber ich habe da auch immer gedacht, ach, das kriege ich so hin. Ja. Aber es jetzt ist wirklich, mir sogar, ja, das also Stecken. Ja. Das einmal vorgebügelt, das ist echt so viel wert. Ja, so, okay, dann nehmen wir mal los. Und also hier nähen wir jetzt einfach mit einem Gradstich unseren Tunnel. Knappkantig. Knappkantig einmal. Den Tunnel. So. Das muss man, der Stoff ist manchmal, wenn du gerade auch ich nicht so dicht rangehen kann. Manchmal muss ich gucken, ob ich noch auf dem Stoff bin, weil der so durchscheint. Mhm. Aber wird gut. So. So, und dann kennt ihr die Techniken, wie man einen Tunnel, also Gummi durch einen Tunnel zieht. Wie macht man das? Wie geht denn das? Den Gummi durch einen Tunnel. Ja, also ich kenne meine Variante zum Beispiel. Ich nehme eine Sicherheitsnadel, würde ich jetzt, könnte man jetzt nehmen, haben wir zu Hause. Ja, ich finde jetzt bei Nadja aber keine, also, ach, was ist denn das? Ja, die Schauspielerin hier. Guck mal, jetzt habe ich keine Sicherheitsnadel gefunden, aber hier, dieses kleine Stäbchen. Wie nennt man es denn eigentlich? Durchziehnadel. Durchziehnadel, danke. Gibt's vom Prüm, ja. Genau. Und damit gehe ich jetzt einfach hier einmal durch, mache meinen ganzen Stoff hier auf diese Nadel und habe dann hier so ein Häkchen. Ja. Mit einer Klappe quasi. Ja, genau, so wie so eine Fangnadel. Und jetzt kann ich natürlich meinen Gummi hier nehmen und hake den hier ein. Und das geht natürlich noch schneller, ja. Also ich habe den jetzt hier wie so ein Fischerhaken dran gehängt. Und jetzt kann ich einfach nur wieder mein Stäbchen hier rausziehen. Das geht natürlich ratzfatz, ja. Genau. So, hier sind noch ein paar Fragen. Also zack, durch. Weiß ich gar nicht, ob du die beantwortet hast. Was denn? Hier war, wie war der Name des Fußes? Rollsaumfuß? Meinst du den oder meinst du den anderen, wo wir den Gummi festgenäht haben? Der nennt sich Bandannäh- oder Paillettenaufnähfuß. Genau. Ja, also bei Elna zumindest. Ja.
So, und dann kommt noch eine Frage, kommt das mit dem Schrägband auch noch? Kommt, haben wir Schrägband? Schrägband? Was meinst du mit dem Schrägband? Sag noch mal, was du mit dem Schrägband meinst. Meinst du das, was ich gezeigt habe, wie wir die Bänder gemacht haben? Die Bänder habe ich schon vorbereitet, ja? Mit dem Schrägband vor. Da hat Nadja einen kleinen Nähheck ja gemacht. Da habe ich ja als Nähheck ein Video gemacht. Ja, und den findest du nach wie vor auf Insta. Genau, oder meinst du was anderes? Ah ja, es gibt noch eine Variante, den Gummi hier, wenn du innen... Vielleicht meint sie das, ja? Wenn du innen halt kein Gummi haben willst, dass du halt einfach innen ein Schrägband aufnähst und sozusagen einen Tunnel machst für deinen Gummi. Das geht auch. Ja, so, den anderen danke. Für den Gummi im Rücken und Vorderteil, genau richtig, ja. Das meint sie auch. Oh Gott, guckt euch das mal an hier. Ja. Das ist doch mal ein Unterhöschen für die Love Parade in der Schweiz, in Zürich, oder? Ah ja, klar. Hä? Klar. Guckt euch das mal an. Ja, das ist für wen hast du die... Oh, guck mal. Wenn da ein knackiges Popöchen drin ist. Ah ja, da wollte ich mal ein knackiges Popöchen rein. Das ist doch aber eine Männerhose, oder? Nein, das ist die Damenvariante. Die Männer, die haben dann hier noch eine... Schlitz. Nee, nicht ein Eingriff. Nein, so eine Abnäher, damit da auch was reinpasst. Das ist eine Frauenhose. Das ist die Eschknorke, die Biene. Wie heißt die Buchs nochmal? Die gibt's als. Sowas Buchs. Irgendwas mit Buchs, ja. Und die gibt's in der Männer- und der Frauenvariante. Und die Frauen haben hier in dem Schritt eben kein. So eine muss man ja auch mal nähen. Kein Dingselbumsel hier, sondern nochmal ein Abnäher, dass das so mal ein bisschen ausbeulen kann, sondern wir schweifen ab, Silke. Ja, also das ist mir gerade auf dem Weg. Ich habe mal hier Schrägband geholt. Ja. Ja, also ihr könnt natürlich auch so ein fertiges Schrägband nehmen und das von hinten quasi hier als Tunnel aufnehmen. Mr. Big Buchse, danke Simone. So. Richtig, genau. So. Also hier so aufnähen. Ja, genau. Dann mit 2 Gradstichen rechts und links knappkantig aufnehmen. Und dann hast du einen Tunnel und kannst da dein Gummi reinziehen. Richtig. Ich würde aber kein Baumwollschrägband, weil das einfach diese Raffung steifer macht. Ich würde dann tatsächlich aus dem Viskosestoff selber wieder ein Schrägband formen. Genau. Ja, und dann hast du natürlich die Variante auch noch. Genau. Das ist das mit dem Schrägband. Ne? Gut. Aber das Grad aufnähen, okay. So, jetzt haben wir alle Gummis drin. Rückseite Gummi drin, auf beiden Höhen, Vorderseite Gummi drin. Sichert euch die Gummis hier gerade in dem oberen Tunnel einfach nochmal mit Klemmerchen rechts und links, dass es euch nicht beim Anprobieren dann abhaut. Wobei ihr ja gesehen habt, wie schnell wir das da drin haben. Ja. Von daher können wir es auch nochmal schnell wieder reinziehen. Genau. So. Jetzt wird dann der... Jetzt brauchen wir... Was heißt das? Was Granulomen? Kennst du das? Geht doch auch, oder? Framelon meinst du? Ja. Ja, natürlich kannst du auch Framelon. Ich mag nur dieses Plastik nicht auf der Haut. Also dieses klebt. Das klebt so ein bisschen. Mag ich nicht. Ganz so. Jo. Und den Vorteil halt immer bei einem Tunnel oder bei diesem Zickzack-Tunnel, dass du nochmal nachraffen kannst. Kannst ja bei Framelon dann eben nicht mehr. Genau. Ja, also da musst du dann schon genau treffen. Okay. Gut. Okay, jetzt der Trick mit dem Volant. Genau. Der Trick mit dem Volant ist, erste Mal den Volant so, dass dich die schöne Seite anguckt, auf den Tisch legen. Genau. So, übernimmst du mal kurz. Dann brauchen wir unsere... Dann brauchen wir unsere Bändel. Ja. Und da würde ich jetzt... Ich habe das jetzt die Schrägbandvariante mit den Bändeln, mit der sichtbaren Naht. Da entscheide ich mich halt immer, wie ich es am besten machen will. Und dann habe ich die 2 kürzeren Bänder, weil der Silkes Wunsch erst später kam. Mhm. Dann musst du dich halt entscheiden, dass die immer in die gleiche Richtung gucken. Können Sie jetzt mal die Naht nach außen machen. 1... Ich mache jetzt einfach mal irgendeine Reihenfolge. Genau, und die ist jetzt erstmal egal. Die legst du mehr oder weniger alle übereinander. Ja, weil es halt sehr zart ist hier. So, alle übereinander.
So, zack, schön hier in das Ding rein. Guck da einfach, dass das hier auch nicht in die Nahtzugaben geht. Und klammer sie mal fest, jetzt brauche ich Assistenz wieder. Danke. Klammer sie einfach erstmal fest. Vielleicht ist es auch eine schöne Hilfe, da erstmal eine Hilfsnaht zu machen. Genau. Ja? Könntest du auch. So, also das kürzeste Teilchen bei den dreien habe ich jetzt nach außen gemacht. Genau, weil das ja und die das anderen sich in der Mitte kreuzt. Mache ich das. Ja. Das auf der anderen Seite, da drehe ich die Nähte auch jetzt wieder nach außen. Also mit Drehen der Nähte meint Nadja, die haben ja hier, haben die ja hier die Naht. Und die hat sie jetzt alle in eine Richtung hingelegt, ja? Also die schauen jetzt alle hier, hier rüber. Nach außen. Und hier schauen sie alle in die Richtung. Das ist wenigstens. Und dann alle übereinander. Und jetzt geht sie hin und macht hier oben rüber eine kurze Hilfsnaht. Also einfach in der Nahtzugabe einfach mal drüber nähen. Dann sind die schon mal fest. Wenn ihr mehrere Trägerchen macht, macht es mit der Hilfsnaht einfach mehr Sinn. Bei einem Trägerchen weiß ich nicht, ob das sein muss. Ja. Aber auch da, wenn ihr euch da sicherer fühlt, könnt ihr einfach das einmal hier festnehmen. Verrutscht halt nichts, wenn ihr das Feuerteil drauflegt. Genau. Und hier auch nochmal. Zack. So. Voilà. Seht ihr? So einfach. So. Jetzt sind unsere ganzen Träger am Volant festgemacht. So, okay. Alles schön nach unten. Achtet jetzt bitte darauf, dass ihr die Träger, ihr könnt sie auch einmal, wenn ihr wollt, mit einer Nadel, darf ich dich nochmal um Assistenz bitten, mit einer Nadel einfach hier sichern, weil wichtig ist jetzt, dass sie euch nicht hier, wenn ihr das Vorderteil annäht, irgendwie hier noch in die Seiten rutschen, ja, weil es ja doch eine enge Stelle ist, dass ihr die alle vielleicht einfach hier nochmal in der Mitte zusammensteckt. Einfach hier sichert, ja, mit einer Nadel, dass sie euch nicht abhauen. So. So. Und dass ihr hier gerade runter. Ihr könnt es natürlich auch beim Zusammennähen, wenn ihr euch das. Dann könnt ihr einfach gucken, dass die in der Mitte liegen. So, und jetzt kommt das Vorderteil. Achtung, und das ist jetzt wichtig, ja. Es kommt so, auch wieder mit der schönen Seite nach oben. Guckt genau, das ist an. Jetzt vielleicht für euch. Es ist erstmal komisch, aber ich zeige euch gleich, was passiert, ja, wenn das hier festgesteckt ist. Voilà, ihr wollt ja, dass der Volant auf der schönen Seite rauskommt. Zack. Jetzt drehen wir das um. Dreher. Kommen hier die Trägerchen raus. Und das sieht ja dann so aus. Ja? Also bitte. Also nicht so, wie wir es kennen, dass wir schöne Seite auf schöne Seite legen, wenn wir was zusammennähen, sondern hier wirklich Anleitung beachten. Ja, da die Anleitung angucken, auch in dem Video. Und dann macht der Velon ja hier so einen Knick. Ja, und das steckt ihr einfach jetzt schön alles aufeinander. Und der Knick. Da endet dann das Vorderteil. Genau. Jetzt stecke ich hier nochmal die Spitze. Sauber. Zack. Zack. Bis hier, wo das Volant. Ja. Zack. Zack. So, dann hier. Mitte schön aufeinander. Mitte schön aufeinander, genau. Hochzeit. Fast Hochzeit, ne? Mhm. Hochzeit. Wenn ihr Fragen habt, gern zwischenrein, gell? Ich versuche immer zu gucken und euch die Fragen zu beantworten. Zack, auch hier an diesem Knick. Da endet dann das Vorderteil. Und jetzt nehmen wir einmal von hier, zack, hier rüber. Bis dahin fest. Genau, einfach hier neben der Overlock. Genau, ja. Ja. Gut. Ich komme wieder auf die andere Seite, sieht man es besser. Also das jetzt wieder einfach mit dem Gradstich einmal fest. Genau, in dem Fall Verlobung. Genau, stimmt.
Weil erst Vorder- und Rückteil machen ja die Hochzeit, ne? Genau. So. Fühlt auch immer schön, dass euch nichts verrutscht bei dem Viskosestoff. Genau, lieber mal immer mal zwischendrin halten, genau, gucken, auch hier dass die passe Stoffe ich auf, dass noch mal, dass ich noch mal fühle, dass die Trägerchen da irgendwie nicht verrutschen. So, und wenn sie jetzt hier rüber gerutscht sind, dann schiebe ich sie einfach noch mal, selbst wenn ich mit dem Finger noch mal rein muss, schiebe ich sie noch mal rüber, damit sie da sauber. Und durch diese Hilfenaht, die wir uns vorhin gesetzt haben, haben wir sie auf jeden Fall fixiert. Da genau. Oben. Und dann kann da auch nichts mehr schief gehen. So. Ich gucke auch immer, weil bei Viskose kann auch schnell mal Falten schlagen, weil das rutschig ist. Dass ich einfach immer auch nochmal Stückchen für Stückchen prüfe, dass keine Falten unten drunter sich ergeben. Dann hier rüber und gucken, dass hier ich auch alle Lagen richtig treffe. Nochmal rüber. Also ist auch immer relativ schnell genäht, weil wenn wir jetzt das hier oben schon haben, dann feiern wir eigentlich schon Hochzeit. Weil es dann nur noch so ist, dass wir, also dann schließen wir die Seitennähte. Oder was? Also dann passen wir nur noch die Gummis an. Dann machen wir, genau, passen die Gummis an. Dann machen wir unsere über Kreuz und gerade oder wie auch immer ihr das haben möchtet, unsere Träger. Ja. Und dann wird unten noch versäumt. Aber das Kleid ist eigentlich eine relativ schnelle Nummer. So, also einmal gewendet. Jetzt kommen hier oben, kommen jetzt die Träger raus. Seht ihr? Sieht schon schön aus. Ja. So. Genau. Ja. Da sind die Träger schon. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir alle Träger übereinander, kommen jetzt hier vorne raus. Ja, gut. Okay. Ja, Säge. Ja, du die Hochzeit. Ich heirate jetzt nochmal. Ich mach mal die Feier, mal die Hochzeit. So, wie gesagt, und ich bin halt immer hingegangen und habe jetzt die eine Seite. Also, unser Volant muss da jetzt mit rein, ja? Der liegt da also jetzt zwischendrin. Den könnt ihr erstmal auf die Seitennaht. Der geht etwa bis zu dem Gummi runter, ne? Genau. Ja, also von an der Seitennaht hier schon mal feststecken. Ja. So. So. Mach es auf der Seite auch gleich. Weil der wird jetzt mit eingenäht. So. Und dann kommt unser Rückenteil einmal drauf. Genau. Da habe ich ja als gedacht noch überlegt hier oben, ob man das noch irgendwie mit innen rein, aber es geht halt nicht. Dann kann ich die Nahtzugabe nur noch unter dem Ballon feststeppen, dass er nach innen geht. Ja, ja, ja. Also so geht das jetzt bündig, fängt das hier oben an. Mhm. Und ich gehe jetzt hin und mache eine Seite komplett mit dem Gummi fest gleich und auf der anderen Seite spare ich es mir aus. Um es nachzuziehen. Mein Handy macht sich selbstständig. So, könnte man den Volant auch gleich ganz runternähen? Ganz runternähen. Ja. Meinst du das? Ach so, du könntest gleich, ja, doch, hast du recht. Du könntest ihn auch gleich ganz runternähen. Am Vorderteil entlang. Kannst du ihn ja gleich. Weißt du, wo wir den wo wir den Bogen hier um. Ah, okay, ja. Da kannst du im Grunde auch gleich ganz ans Vorderteil. Ja, dann wäre er schon ans fixiert. Vorderteil. Aber nee, weißt du, wo. Nee, warte. Nee, du musst ja wenn. Na, das geht nicht. Mach's nicht. Stopp! Das geht deswegen nicht, weil die Naht in eine andere Richtung zeigt. Weil wir ja drüber klappen.
Genau, richtig. Ja, einmal soll es nach innen in dein Kleid und die Naht vom Volant vorne ist ja aber außen quasi unter deinem Volant auf der Außenseite des Kleides und dann hättest du halt einen Hubel, oder du müsstest nochmal drehen, ja, deswegen geht's nicht. Aber ihr glaube, ihr habt es verstanden, oder? Habt ihr es verstanden? Wer hat es nicht verstanden? Dem zeige ich das vielleicht hier nochmal an. Meinem habe ich natürlich nicht auf der Puppe. Also, wenn wir den Volant hier... Leute. Auf. Wenn wir den Volant hier an dem Kleid... Ich schenke es mal so auf, dass ihr es sehen könnt. Hier oben angenäht haben. Ans Vorderteil. Da und da. War jetzt die Frage, ob wir nicht gleich mit dem Vorderteil auch hier runternähen können. Nee, das geht nicht, weil dann hast du die Naht, die seht ihr hier oben, ja, hier oben langläuft, ja, hättest du dann auch nach hier unten. Also erstens würde die dann hier unter dem Volant rausblitzen und zweitens hättest du hier eine doppelte, noch eine dickere Stelle und die soll ja jetzt aber glatt nach innen gehen. Nach an diese Seite. Ja? Jo, genau. Ich glaube, ihr habt es gerafft. Ansonsten fragt nochmal. Okay, sie gesteckt schon die zweite Seite. Sie steckt die zweite Seite. An der zweiten Seite spart sie jetzt beim Nähen die Gummis aus. Ja? Also, dass wir noch ziehen können. Jetzt kann zwar runternähen, aber wenn du die Gummis wegklappst, dann geht's. Was machst du? Naja, es passt nicht so zusammen. Was? Warum nicht? Weiß ich nicht, Nadja. Was hast du denn gemacht? Ah, nee, ich habe noch gar nichts gemacht, aber die treffen nicht aufeinander. Aber hier hat es getroffen. Mhm. Ah, dann. Nein, wer hat jetzt Mist gebaut? Ich meine. Also ich meine, das weiß jetzt nicht, ob es jetzt daran liegt, dass hier oben die Nahtzugabe oder was nicht. Weißt du, dass das Umklappen zu ja, viel war? Aber das Umklappen ist ja überall genauso. Ja, ich weiß es nicht. Das ist nicht enttäuscht. Lass mich mal gucken. Darf ich? Oh, Achtung, jetzt kommt die Fachfrau, die denkt, dass ich nicht stecken kann. Das denke ich überhaupt nicht, aber ich denke, ich muss mir das erstmal angucken. Das ist ja schließlich Achtung. Auch mein Kleid. Ja, ist dein Kleid. Es wird dein Kleid. Achtung. So, okay. Warte. Also, die Gummis sollen sich treffen. Die Gummis sollen sich treffen und die treffen sich nicht. Ah, weißt du was? Warum? Da war der Knips. Ich hab zwei Knipse gemacht und der Gummi läuft eins zu tief. Hätte er nicht mittig da reinlaufen sollen? Jetzt lass mich mal gucken. Ja, doch schon. Jetzt lass mich mal gucken, wie das unten aussieht. Ob das der Grund ist oder ob einfach nur... Nö, das passt. Passt. Und hier oben? Ist zu viel Stoff. Zu viel ist immer besser als zu wenig. Ja. Ja. Zu viel Stoff. Wir haben nichts getrunken. Ach, Silke. Das liegt hier an dem Vorderteil. Sie hat zumindest mal die Erkenntnis, wo der Stoff zu viel ist. Zu viel ist. So, präziser Zuschnitt ist alles, ne? Ja. Ja, okay. Pass auf. Was machst du? Was machst du? Ich mache hier an der Naht. Hier. Was macht sie? Hier. Das, was hier zu viel ist. Das ist hier an der Stelle nicht sauber. Weg. Da nähe ich nochmal dieses kleine Stück. Nähe ich nochmal nach. Also, sie verbessert sich selbst nochmal hier, das kleine Stück. Muss es natürlich auftrennen, weil am Volant will ich es ja nicht weg haben. Also auch so ist der Auftrenner das liebste Stück. Wer trennt, der pennt. Ne? Genau. Nee, andersrum. Wer pennt, der trennt. Ja. Also wir trennen das jetzt gerade nochmal auf und nehmen von dem was da Vorderteil ein Stück. Du, da kann aber was, also ich meine, die Gründe können jetzt vielfältig sein, ne?
bei Rundungen nähen kannst du ganz schnell, wenn du ein Grad abweichst in der Rundung, ganz schnell super vernäht bei dem feinen Stoff auftrennen. Ist ja super. Der Hit. Hast du gut gemacht. Kommst du nicht? Maschine näht einfach zu gut. Zu fest. Jetzt hast du's. Da fährst du nur das Stückchen. Zack. So. Also, das war zu viel. Und das mache ich jetzt einfach ein bisschen. So viel war ungefähr was. Also wir tricksen. Psst, das schneiden wir nachher raus. Nein, Quatsch. So ist es halt, ja? Dass mal, ja, das mal. Also, gerade bei Webware ist halt nicht Jersey. Da ist immer, kann es immer mal passieren, dass man nicht gut zuschneidet oder da ein paar Millimeter, ja, mit der Nahtzugabe sich vernäht, ja? Man muss dann halt einfach genau gucken. Ihr müsst einfach genau gucken, wo der Fehler herkommt und wo es geht. Unter dem Ballon wäre das jetzt sowieso nicht doll aufgefallen, selbst wenn wir nur eine Falte reingenäht hätten. Ne? Aber das wollen wir natürlich nicht. Nee. Jetzt prüfe ich das nochmal. Willst du es prüfen? Ja, natürlich. Ich prüfe jetzt erstmal ganz kurz. Achtung, jetzt prüft sie selbst. Ob der Ballon wenigstens bis zum Gummi reicht. Yes. Ich prüfe nochmal. So, einmal wieder hier. Das ist der Fehler. Sehr gut. Das Sekt ist der Fehler, genau. Nee, weil wir zu wenig haben. Ja, wahrscheinlich. So, also. Monika schreibt, ist es sinnvoll, das Gummi im Rücken zu oben erst zu machen und dann den Gummi in der Mitte? Das ist wurscht. Wie rum? Du machst jetzt die sind ja unabhängig voneinander alle. Schön, dass man bei euch auch sehen kann, wie man sich behelfen kann. Ja, live ist live, ne? Also ich meine, man könnte jetzt irgendwie so super professionelle Videos machen. Aber in welchem Live-Nähen ist mal nichts schief gegangen, Silke? Da musst du lächeln. Irgendwas ist doch immer mal passiert. Aber das ist das Leben, oder? Ja. Und? Hm. Besser? Hm. Sie sagt, danke. Okay. Ja, Moment, ich guck mal, wo der hier. Fangen wir mal so an. Ah, ist immer noch Stoff. Ja, ich wollte jetzt aber nicht zu viel. Kannst auch ein bisschen noch. Ja, müssen wir halt noch. Schieben. Ein bisschen schieben. Ja. Ah ja, es kriegen wir. So passt's. Lass ich durchgehen. Fehler behoben. Ja, das kannst du gut mit der Augenbraue. So. Bei Jersey passiert das natürlich nicht. Nee, genau. Jersey kann man sich ziehen. Ja. So, und jetzt nähen wir, wie gesagt, eine Seite, ohne drüber nachzudenken, von oben bis unten. Alles komplett fest, auch die über die Gummis. Damit und sind auf die der Gummis anderen auch Seite verriegelt, ne? Spare ich die Gummis aus und da justieren wir gleich. Ja? So. Okay. Und neben der Overlocknaht. Ja, genau. Weil die wollen wir ja nicht sehen. Genau. Der ist unten eingefasst, unser Ballon. Da nehmen wir auch über die Gummis drüber. Gucken nochmal, dass alle Bändel weg sind. Oder? Das wäre auch talentiert. Ich kann aber auch hier oben an den Bändels noch ziehen. Ja, die liegen da halt rum. Ja. Wo sind die anderen? Ich habe jetzt keine mehr. So, und jetzt sind wir über alles drüber. Da oben. Und jetzt können wir hier unten. Also.
Die Qualität des Live-Videos ist echt der Hammer, ne? Muss man mal einen Fachmann fragen, an was das liegen kann. Ja. Es ging jetzt. Eigentlich kann man ja sagen, über Corona waren ja wohl noch mehr Leute im Netz und da ging immer alles gut. Oder? Ja. Und jetzt auf einmal, wir haben es zum ersten Mal jetzt beim Bauchraumwunder gemerkt. Da werden wir auch nochmal euch was nachliefern, weil da hatten wir auch immer diese Aussetzer. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen euch ja schon. Ich meine, ihr könnt dann halt schnell weiternähen, wenn es hängt. Und dann kommt er wieder mit. Aber ist ja nicht schön, wenn es immer hängt. Nein. Vor allen Dingen, wenn man es sich später nochmal anguckt. Ja, ne? Eben. Ja. Ich habe es mir nämlich durch Zufall jetzt nochmal im Nachhinein angeguckt. So, hier haben wir jetzt also oben unseren ersten Gummi. Also ich fange jetzt hinter dem Gummi an zu nähen. Na, lass mal aber die Klammer im Gummi. Ja, ja. Mache ich gleich wieder rein. Okay. Mhm. Jetzt passierte erstmal nichts. So. Jetzt mache ich der Nadja wieder die Klammer in das Gummi. Mhm. Nur, dass der nicht abhaut. Dass er bloß da bleibt, wo er hin soll. Ja, genau. So. Und hier jetzt. Hier hören wir jetzt auch. Kurz vorher auf. Und fangen kurz dahinter wieder an. Und machen dann auch wieder die Klammer rein. Genau. Ja. Oder wie ich es schon gemacht habe, ich habe die Seitennaht komplett zugenäht und habe die Gummis einfach weggeklappt. Ja, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, so, dass ihr die Gummis dann nicht ganz bis zum Ende. Nee. Den Saum unten? Ja, kannst du ja gerne tun. So, da haben wir die Klammer noch drin. Der Saum unten. Nadja, sprich, wie willst du den machen? Wie oben, mit dem Rollsaumfüßchen. Da liegt's noch. Willst du nicht, ha? Ja, wir machen das. Ich habe ja immer da. Doch, da. Spaß da aus. Mhm. Also die Seitennähte spare ich da aus und mach sie mit dem normalen Fuß. Was machst du jetzt? Ich spiele mal die auseinander. Ah ja. Vielleicht kommen wir. Also ich habe es heute bei meinem Kleid echt geschafft, drüber zu kommen. Mhm. Ich spiegel mir die ganz schön flach. Die Seitennähte und dann hat es gut funktioniert. So. So. Also nochmal der Rollsaumfuß an der Nähmaschine und dieses Mal für den Saum unten am Kleid. Genau. Da könnte da jetzt auch mit einem Rollsaum, mit der Overlock, ihr könntet es jetzt auch versäubern und einmal umbügeln. Genau, Rollsaum mit der Overlock wäre zum Beispiel das, was ich hier an dem Jersey gemacht habe. Mhm. Genau. Finde ich auch immer echt schön an einem sowas, an so einem leichten Stoff. Hm, oder? Ja. Erklär mal, was du machst. Ach so, die waren hier unten ein bisschen unterschiedlich im Abschluss. Ja, da muss man immer schön. Ja, normalerweise muss man auch gucken, wenn so lange Fäden hier, ob die auch stören.
Sabrina, ich nehme den 4 mm Rollsaum. Fuß, also den habe ich jetzt hier drin. So, wir müssen es jetzt wieder. Vor, dreh es vor ein. Ja, aber die nicht schöne Seite guckt uns an. Genau. Ja, und es gibt ja unterschiedliche. Es gibt ja unterschiedliche Rollsaumfüßchen, also in der Breite dieses Rollsaums, wie er dann werden soll. 2 mm, 4 mm. 6? 6. Ich bin gleich so weit. Ich komme da mit. Bis das einmal drin ist. Schwitze ich immer. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Was denn? Dass du schwitzt? Es ist Leute gibt, die da schwitzen und ich denke immer so, warum? Ja, bis es einmal hier richtig drin ist, habe ich immer meine Probleme. Ich Soll ich dir meine Technik nochmal zeigen? Komm. Wart, jetzt hab ich's. Warte. Ja. Hä? Naja. Meinst du nicht? Nee. Guck mal, ob es richtig ist. Guck mal. Nee, ist nicht. Die Nadja hat da schon mehr Übung. Aber ich muss euch heute zeigen, ich habe es auch heute hinbekommen. Aber wie gesagt, ich schwitze auch immer ein bisschen. Schaut bei meinem Kleid hier, habe ich es auch heute gemacht. Aber das ist auch echt, das war jetzt eine Baumwolle. Das ist ganz schön fluffig hier. So, also was habe ich gesagt? Ich drehe das vorher ganz genau so, wie es halte, ist straff. Und dann rutsche ich es vor zurück in die Schnecke. Also, hinten das möchte ich jetzt nochmal probieren. Ja. Vorne runter. Alles dann klar. Ist es ganz fest drin. Und dann kannst du hier auch Das ist klar. Auch locker. Ja, ich möchte es nochmal probieren. Yep. Also ihr seht, auch ich muss doch endlich mal das hinkriegen, ohne zu schwitzen. Achtung. Nochmal raus. Also, passt auf. Es geht so. Ihr dreht das vor, so wie es sein soll. Zweimal. Ja, dann habt ihr das. Ob das jetzt ein bisschen lockerer ist oder nicht, ist wurscht. Ja, es geht darum, das einfach mal vor in die fest vorzudrehen und in die Schnecke zu. So, und jetzt haltet ihr das straff. Und dann wird es vor zurück gerutscht in die Schnecke. So, das ist vorne. Du musst natürlich dann vorne ein bisschen reinrutschen. Genau, so. Ein bisschen kannst du vor zurück. Dann rutscht der Stoff automatisch in die Schnecke. Hinten jetzt runterdrücken. Hinten runter festhalten und dann den Fuß senken. Genau. Und dann ist es easy. Das ist manchmal einfach nur Technik. Ja, und jetzt immer drehen. Vordrehen. Ein bisschen, genau. So. Ich starte. Sie starten. Wenn das ja mal drin ist, ist es kein Problem mehr. Genau. Ja, das ist nur. So, und jetzt drehe ich mir das immer so ein bisschen wieder ran. Aber ich schwitze trotzdem immer, wenn ich das mache. Das wird besser du gezeigt. Siehst einfach, dass das für jeden einfach andere Dinge sind, die gut gelingen, besser gelingen, die einem gefallen und so weiter. Passt. Und da kommt es dann richtig schön raus, ja? Passt, Silke. Alles gut. Aber da vorne rutscht sie da runter. Jetzt. So. Und dann haben wir hier wirklich einen schönen, zarten. Und das muss man das Ganze. Ja. Und der Schweiß ist der Sekt jetzt, Silke. Das dauert halt. Ihr könnt Fragen stellen, weil das dauert jetzt, bis ich da einmal umgehe. Wer weiß denn nicht, was wir nähen? Gibt es Leute, die neu dazugekommen sind und nicht wissen, worum es geht? Kann ich mal fragen, ne? Ja. Ja. Wir sind auch gleich fertig. Es ist nicht mehr lang. Hochzeit war schon von Vorder- und Rückseite. Jetzt ist nur, wir sind nur noch am Saum. Das soll ein schöner, zarter Rollsaum hier werden. Silke schwitzt zwar dabei, aber sie hat tolle Unterstützung von dem Rollsaumfüßchen. Schöner 4 mm
Rollsaum. Ja, ich als Antwort auf die Frage, weißt du nicht, was wir nähen? Wir nähen Kleid, dieses tolle Sommerkleid hier, Valentine. Unser Schnitt, ich habe den Schnitt gar nicht hier liegen. Ich zeige ihn nochmal. Unser Schnittmuster, Kleid Valentine. Ja, gibt's als langes Kleid, als Top oder als knielanges Kleid. Schau gerne nochmal in unseren Stories, unseren Story-Highlights auf unseren Profilen nach. Da haben wir viele schöne Beispiele verlinkt und wir nähen jetzt gerade ein schönes Knielange, eine schöne knielange Version und wollen gerne noch zeigen, weil das vielfach der Wunsch war, wie wir die Trägervariante mit vielen Trägern überkreuzt im Rücken gemacht haben. Ja? Machen wir jetzt auch bei diesem hier, weil das ist nochmal eine Option, wie ihr spielen könnt mit dem Kleid. Wir wollen ja immer, ich weiß nicht, wer uns länger folgt, wir wollen ja auch immer anregen, dass ihr noch ein bisschen kreativ seid und mit Dingen, die fertig sind, nicht einfach so nehmt, sondern einfach nochmal ein paar Ideen entwickelt, wie ihr selber Varianten davon machen könnt. Silke ist hochkonzentriert, so still war sie lange nicht. Ha, Silke? Wie bekommt man die Silke zum Schweigen? Geb ihr ein Stück Stoff, den Rollsaumfuß. Du, da gibt es 2-3 Mitarbeiter, die mir einfallen, denen das genauso gehen würde. Und ich denke immer so, wo ist das Problem? Nein, ich habe halt nur... Es läuft doch, guck mal, es läuft. Das sieht, und es sieht toll aus. Ja, und... Trotzdem habe ich immer Angst, dass es am Schluss... Am Schluss? ...nochmal nicht mehr läuft. Weißt? Wieso am Schluss? Keine Ahnung. Ist so ein weiter Weg da unten rum. Und dann kommt wieder die Stelle. Da habe ich dann auch immer Schiss. Ah, die Seidennaht. Ja, die Seidennaht, da kann es natürlich bei manchen, wenn es zu dick wird, dann auch stoppen. Aber dann stoppe ich halt vor der Seidennaht. Nee, hab's jetzt eigentlich hinbekommen. Da müssen wir noch, das müssten wir ein bisschen... Da hab ich zu schräg. Jetzt kommt wieder die knifflige Stelle. Rede du mal, ich muss mich konzentrieren. Ja, ja. So, ich finde es toll, dass ihr immer wieder das Live-Nähen macht, habe mich deshalb an den Fashion Franz getraut. Ihr macht das echt klasse. Oh, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Das freut uns sehr. Hast du uns hoffentlich schon mal Fotos geschickt von deinem Fashion Franz? Wie sieht's mit der Valentine aus? Ist das auch was für dich oder guckst du da einfach nur zu und lässt dich erstmal inspirieren? Wenn es nichts für euch ist, ist es vielleicht für die Freundin als Geschenk, als, ja, für jemand anders noch eine Variante. Hm? Ich finde es auf jeden Fall für die Temperaturen echt ein super Sommerkleid. Für den Alltag, für, wie gesagt, ich habe es jetzt hier auch als Jersey-Kleid. Wenn es kühler ist abend, könnt ihr ein Jäckchen drüber ziehen. Und wenn es 30, 35 Grad sind, dann ist dieser Viskosestoff einfach super, super leicht und angenehm auf der Haut. Und ich freue mich jetzt schon auf dieses Teilchen, wenn Silke es schafft. Ja! Einmal rum. Ja! Kommt auch noch. Nähmaschine ist leider gerade im Umzugskarton. Okay, dann. Einmal außenrum. Yeah, es ist fertig. Bis auf die Gummianpassung. Und ist sie jetzt 5 Jahre gealtert, oder was? Wäre schon 55. Ist das schön? Schön. Schön, guckt. Was Sabrina sagt, wegen eurem Live-Nähen habe ich mich bei Instagram angemeldet. Nur wegen uns. Schön. Danke, Sabrina. Danke. Ja, man musste irgendwie neue Formate finden, ne? In Lockdown und Co. Genau. Ja, wenn wir uns dann schon nicht leisten. Was machen wir jetzt? Willst du das anziehen? Na klar, wir müssen ja noch die Träger zeigen, wie wir die kreuzen und so. Ich bügel mal nochmal.
Ach ja, da war ja was. Silkes Lieblingsbeschäftigung? Nee, ich finde es gut. Ich mach das ja auch. Meistens aber erst nach der ersten Anrufe. So zum Schluss, weißt du? So. Aber wenn du es machst, dann muss ich es nicht mehr machen. Das ist gut. Hast du den Volon vor oben nochmal gebügelt? Nee, aber jetzt machen wir die Fäden hier weg. Ja, dass, wenn du das jetzt anhast, steht dann die Fäden umhängen. Mhm. Juhu, geschafft. Guck mal, du kriegst sogar Applaus. So, was soll ich noch bügeln? Den Volon. Aber, also kann man auch später nochmal. Ja. Ich husche jetzt mal kurz hier in die Umkleide. Und dann brauchst du deine Hilfe. Oh, geschafft, Kinders. Wo ist mein Sekt? Jetzt muss ich erstmal, es ist hier so leer hier. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Prost auf euch. Also auch ich habe da noch so ein bisschen wenig, also ich benutze ihn auch. Aber so wie Nadja schon sagt, benutze ich ihn auch immer mit Herzklopfen. Und ich habe dann, ja, man will halt so ein kleines Teil da unten auch nicht wieder auftrennen, ja. Aber umbügeln und das Ganze, da bin ich viel zu faul dazu. Also Prost. Von daher benutze ich das. Und ihr könnt ihn auch, wie gesagt, ich habe ihn heute an meinem neuen Kleid auch benutzt, aber das war ein Popelin. Da ist es natürlich nicht so fluffig wie bei dieser Viskose. Da habe ich jetzt echt, obwohl ich ja wirklich heute geübt habe, habe ich wirklich, genau, Schweißausbrüche eben gehabt. Ja, habt ihr noch Fragen? Oh, im Umzugskarton, die Nähmaschine, das geht ja gar nicht. Da musst du auf den Umzugskarton dringend draufschreiben. Muss als erstes wieder ins neue Heim, damit die gleich wieder da ist. Wer hat denn heute mitgenäht und ist jetzt auch schon fertig mit seinem Kleid? Wer kann denn morgen zu mir kommen und es präsentieren? Wäre schön. Ich zeige euch mal hier, ich habe meine Karo an. Ich gehe mal mit euch hier, warte mal, jetzt drehe ich euch doch nochmal um durch den Laden bei Nadja. Ja, guck mal, ich habe meine, wie bitte? Ja. Ich habe meine Karo heute an. Unser nächstes Live-Nähen. Wir haben auch schon das Datum festgelegt. Jetzt gehen wir mal wieder durch den Laden zurück. Hier gibt's Bücher. Hier gibt's auch immer so kleine Nähsets. Wer noch nicht bei Nadja war, natürlich Reißverschlüsse und alles Mögliche. Hier die ganzen Aufnäher, Nähmaschinen. Doch noch die Werbeveranstaltung. So, jetzt. Guck mal, hier durchs Löchlein habe ich jetzt schon. Ja. Also hier kommen jetzt die Gummis raus. Habe ich jetzt schon gerafft. Ja. Genau, und jetzt könnt ihr hier die Anpassung. Wir haben ja die eine Seite noch nicht zugenäht. Ja. Und jetzt machen wir hier die Anpassung. Wir ziehen uns die Gummis nach vorne durch das Löchlein. Ja, das habe ich jetzt schon ein bisschen gemacht. Ja. Und machen uns jetzt einfach hier die Anpassung. Genau. Also ich glaube, es sitzt jetzt schon gut. Ja, ich kann dann den Gummi noch ein bisschen verteilen. Hier. Das kannst du machen, wenn er festgenäht ist. Den verteilen. So, und jetzt haben wir hier, schaut, schöner Rücken, kann auch entzücken. Genau. Und jetzt haben wir hier unsere ganzen Gummis. Können wir natürlich einfach hingehen, können das hier oben zusammenbinden, dann sind wir auch schon fertig. Könnten, wäre natürlich auch mal was, ja? Also ihr könnt es auch als Snackholder. Also, es fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Schaut mal, so. Geht natürlich auch, weil wir hier ja den, hoppla, ich war zu, hier den Gummi drin haben, hier als Neckholder. Rutscht nix. Ja, rutscht nix, zeig mal von vorne, dann sieht es so aus. Also dann wäre auch eine Möglichkeit. Wir kriegen immer wieder neue Möglichkeiten. Mhm. Wenden. Aber wir wollen ja jetzt quasi die feststecken. Genau. Jetzt haben wir an jeder Seite ein kurzes. Da gucken wir natürlich jetzt drauf, dass das von vorne nicht gedreht kommt. Und das lassen wir dann
hier gerade runterlaufen. Genau. Ja, einmal. Und dann haben wir das kurze hier. Auch das lassen wir hier gerade runterlaufen. So. So, und dann haben wir jetzt nochmal jeweils zwei. Und da könnt ihr jetzt einfach hingehen. Das hier drüben feststecken. Dann das von darüber. Gibst du mir mal eine Klammer? Klammer. Also, wenn ihr, da würde ich mir echt Hilfe von jemandem holen. Ja, also. Wenn ihr jetzt den BH drunter habt, ja, den ihr da drunter tragen wollt, dann macht es natürlich Sinn, dass euch das jemand direkt an der BH-Linie da Klammer. Steckt. So. So, dann kommt eins von hier rüber. Ungefähr gleicher Abstand von der Mitte. Könnt ihr natürlich, wenn ich das jetzt gesteckt habe, auch nochmal dann auch messen, ja? Wenn ich jetzt sage, guck, ich will das so, dann kann man natürlich hier den Abstand von der Mitte nochmal messen. So, Achtung, das halte ich jetzt so, das geht ja einmal so, ja? Und dann haben wir hier nochmal eins und das können wir jetzt entweder so hier rüber oder auch enger, also wie ihr das wollt. Ich würde es jetzt ja, so rüber machen. Dann habe ich sie noch ineinander verflochten. Sind sie bei mir jetzt aber auch, dadurch, dass ich so unterschiedlich rüber und rüber gezogen habe. Eine Klammer bitte. Einmal. Und dann geht das nochmal hier rüber und dann sind die jetzt automatisch hier ineinander verschlungen. Und eine Klammer. So, ich würde sie gleich nochmal fester stecken, wenn ich dir das Ding gebe. So. So könnte das jetzt aussehen. Und auch da könnte man natürlich jetzt schon mit unserem BH-Cross-Teil, könnte man da natürlich jetzt auch ein BH reinmachen, ja? Mhm. Ja? So, ich gebe mal gerade kurz die Kamera, um es noch ein nur bisschen... Nur die Seiten noch... nicht, ne? Ja, ja, aber das ist mit einer Hand und... Ja, so. Ich drehe uns mal um, dann kann sie mir wenigstens über die Schulter gucken. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Toller Rücken. Dankeschön. Ein schöner Rücken, ne? Mhm. So. Wenn alles schön gesteckt ist, wie gesagt, holt euch da einfach Hilfe. Da muss der Mann mal ran. Oder die Freundin. Ja. Die Nähabende. Dass ihr euch das auf, genau, eine schöne Bequemlichkeit, dass euch da auch nichts rutscht, steckt. Wenn es sich dich bewegt, dann ist der jetzt ganz schön locker. Naja, ich will mich aber auch noch bewegen können. Ja, ja, warte mal. Nicht hinter Gittern sein. Ja. Guck mal, beweg dich mal. Warte, ich gebe dir mal. Ja, sie verschwindet. Oh, ihr seht ja mich. Sie verschwindet wieder. Sie zieht sich wieder um. Und dann werden die jetzt einfach nur... Oh, ich habe wirklich geschwitzt heute. Dann werden die jetzt einfach nur festgesteckt. Prost. Jetzt kann ich ja schon was trinken. Das Kleid steht fast, also es ist fertig. Da kann nicht mehr viel passieren. Ja, und jetzt? Ich ziehe es nicht mehr aus. Ach so, du ziehst gar nicht mehr aus. Nö, ich bin jetzt fertig. Ich will es jetzt so lassen. Also, wir sind fertig. Ja, natürlich nähe ich hier die Seite noch mit den Gummis jetzt fest. Ich nähe auch noch die Trägerchen fest. Und Aber das können, also das kriegt er ja hin. Also, ja, also werden einfach nur hier nochmal... die Träger einzeln festgenäht, ja? Genau, und ihr könnt mit den Trägern ja spielen, wie ihr wollt. Ich finde auch, man könnte auch nur auf der einen Seite drei machen und dann wie so ein Strahl hier rüber oder vier oder fünf oder sechs und auf der anderen Seite nur eins. Ja, ja? Gibt es tausend Varianten. Und ihr seht, es hängt jetzt wieder hier so rüber. Genau. Richtig. Ja, ich mag auch. Ist jetzt so Knie umschmeicheln diesmal. Ja. Genau. Und super sommerlich luftig. Also ein Hauch und probiert es einfach aus. Ein Hauch von... Ja. Vielleicht habt ihr auch einen Stoff zu Hause, den ihr schon lange liegen habt, der vielleicht einfach mal zum Probieren ist. Genau. Also wenn Stoffempfehlung Viskose, Webware oder ganz leichten Modal-Jersey, zum Beispiel die Lillestoff-Modal-Jerseys eignen sich. Ja, genau. Die sind ja auch ein bisschen kühlend, ja? Ja. Oder Viskose-Jersey, wie das Kleid, was ich den ganzen Abend schon anhatte, geht auch, ja? Mhm. Aber je leichter es ist, umso schöner jetzt für den Genau. Ja. Und es ist ja auch warm. Genau. Sodele. Sodele. Weißt du unseren Termin? 20. Unser nächsten?
20.07. Der 20.07. sehen wir uns nochmal vor der Sommerpause. Genau, richtig. Weil im August gehen wir in die Sommerpause. Ich habe mich in den Stoff verliebt. Ah ja, so ja. Dann beeil dich, du siehst, ich habe ja schon ein bisschen was verbraucht. Hm? Genau. Also? Einfach melden bei Nadja und dann macht's euch ein Päckchen fertig oder ihr kommt vorbei. Genau, vorbeikommen ist das Schönste, weil dann könnt ihr es nämlich alles live und in Farbe sehen und ich finde, Farben wirken am besten. Ja, ist aber sehr schön. Wenn man sie sieht und anfassen kann, genau. Dann nochmal live. So machen wir's. Also, wir sehen uns wieder am 20. irgendwann vorher die Stoffepräsentation. Ihr kennt das ja alles genau. Schon. Wir freuen uns. Unser nächster Schnittmuster auch ein cooles Sommerkleid. Silke hat es schon an. Ja. Auch wieder was für Viskose. Sie hat jetzt eine Jersey-Variante. Also es geht auch wieder für unterschiedliche Materialien. Mhm. Und das nennt sich, hast du es schon verraten? Ja. Wir haben ja jetzt aus dem K-O-N. Genau. Kleid ohne Namen endlich einen Namen gefunden. Genau. Ja. 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 Haben wir noch so haben wir es. Da haben wir auch die Variante. Die Variante, die ich letzte Mal anhatte. Mit dem Karo hier in der Seite, ja, was eine schöne Taillenform wieder macht. Auch wieder mit Raffung und Gummi hier vorne für Bequemlichkeit. Und das verdeckt so elegant die Schultern hier, wie bei Silke. Genau, so, hat so über... Manche, die schulterfrei auch bei der Hitze so tragen können. Genau, ist sehr luftig, leicht auch. Und gibt's, auch wieder flott zu nähen. Ja, gibt's natürlich. Die Länge passt du dir wieder an, so wie du, wie lang du auch bist. Knieumschmeichelnd ist es wieder. Es hat einen V-Ausschnitt oder einen Rundhalsausschnitt. Ja. Also auch das ist die Variante. Genau. Ja, und spielt wieder interessant mit der Taille. Ja. Gut. Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Genau. Tschüss. Tschüss.